Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Lernvideo, heute bei mir auf dem Kanal. Und zwar heute geht es bei mir um Raumgeometrie und zwar um das Prinzip von Cavalieri. Und dazu habe ich eine kleine Eingangsaufgabe mitgebracht, an deren Beispiel wir uns das Wichtige jetzt anschauen. So. Und zwar, ihr seht hier zwei Pyramiden, eine quadratische Pyramide, das heißt also eine Pyramide mit quadratischer Grundfläche und eine mit dreieckiger Grundfläche. Und wie gesagt, jetzt die Irma als Beispiel, die hat also jetzt die Behauptung aufgestellt, dass die beiden Pyramiden das gleiche Volumen haben. Ihr Schulfreund, der Hansi, der ist ja skeptisch und sagt, das kann gar nicht sein. Die eine hat eine quadratische Grundfläche, die andere nur eine dreieckige. Das kann nicht sein, dass sie das gleiche Volumen haben. Und wir schauen uns jetzt das an, wer von den beiden jetzt also recht hat. So, und jetzt überlegen wir uns, wie wir das können, wenn wir das Volumen jetzt nicht direkt ausrechnen. Und da gibt es jetzt eben dieses sogenannte Prinzip von Cavalieri, das ich euch mit dieser Aufgabe näher bringen werde. Wir brauchen für dieses Prinzip zwei Grundvoraussetzungen. Erstens müssen die beiden Körper die gleiche Höhe besitzen. Und zweitens, sie müssen die gleiche Grundfläche besitzen. Also diese zwei Punkte, die jetzt hier auf der rechten Seite der virtuellen Tafel eingeblendet sind, das sind also die Grundvoraussetzungen. Wenn die sozusagen unter Anführungszeichen gerissen werden, also wenn die nicht erfüllt werden, dann kann ich das Prinzip von Cavalieri auch nicht anwenden. Also wie gesagt, ich muss erstmal sicherstellen, dass diese beiden Punkte erfüllt sind und das muss ich auch dokumentieren, sprich nachweisen. Wenn ich das dann habe, dann kommt meistens der schwierigste Teil, dann muss ich nämlich nachweisen, dass für jede beliebige Höhe H1, also hier irgendwo dazwischen, da wo man jetzt hier zum Beispiel diese zwei Flächen sieht, die habe ich hier mal probehalber eingezeichnet auf der Höhe H1 und die müssen jetzt für jede Höhe H1 übereinstimmen. Wenn die übereinstimmen, und zwar für alle Höhen, die es dazwischen gibt, dann kann ich jetzt nach Cavalieri folgern, dass die auch das gleiche Volumen besitzen. Und wir werden jetzt den Nachweis führen, dass dem so ist. Und das schauen wir uns jetzt an. So, jetzt habe ich hier die Zeichnung etwas größer. Und ihr wisst ja, ich habe hier Kästchen. Zwei Kästchen sind 1 cm. Also weiß ich, die quadratische Grundfläche ist also ein Quadrat mit der Kantenlänge 2 cm. Das Dreieck, das Grundflächendreieck, das hat hier eine Länge von 4 cm und hier drauf gezeichnet die Höhe H. Und die Höhe H ist, wie man sieht, 2 cm. Ja, weil es zwei Kästchen nach hinten geht, dann ist es ja 2 cm lang. So, das heißt, ich kann also jetzt schon mal sagen, dass ich danach dann eine Möglichkeit habe, die zwei Grundflächen zu berechnen. Und wenn ich jetzt schaue, dann haben beide Körper haben jetzt eine Höhe von 3,5 cm. Ja, also wie gesagt, ich weiß, die haben also jetzt die gleiche Höhe. Also erster Punkt schon erfüllt, gleiche Höhe. Zweiter Punkt, nachweisen, dass die Grundflächen gleich sind. Jetzt fangen wir mit der linken Pyramide an. Wie man ein Quadrat ausrechnet, wissen wir, Kantenlänge im Quadrat, also in unserem Fall 2 cm im Quadrat, 4 Quadratzentimeter kommt da als Fläche raus. Bei dem Dreieck wissen wir, das ist 1/2 Grundlinie mal Höhe. Das heißt, G2 ist 1/2 mal 4 cm mal die Höhe 2 cm sind 8 Quadratzentimeter, halbe sind auch 4 Quadratzentimeter. Also wissen wir schon mal, die beiden Punkte sind erfüllt. Gleiche Höhe haben wir und gleiche Grundfläche. So, jetzt kommt der schwierigste Teil. Jetzt muss ich nachweisen, wie gesagt, dass für jede beliebige Zwischenhöhe H1 die beiden Flächen, die sich dann auf dieser Schnittebene ergeben, gleich groß sind. Na gut, schauen wir es uns an. Also, wie gesagt, wir sehen also, wenn ich mir jetzt das anschaue, dann haben ja diese, kommt hier oben wieder ein Quadrat raus. Das heißt, weil das ja praktisch nur ein Quadrat mit, sage ich mal jetzt unter Anführungszeichen, kürzerer Kantenlänge ist, kann ich ja sagen, dass diese zwei ähnlich sind. Und wenn ich jetzt genau schaue, dann stelle ich auch fest, dass diese Flächen durch zentrische Streckung hervorgehen, nämlich wenn ich die Spitze als Zentrum nehme, dann wäre praktisch diese Fläche das Original und das wäre das Bild der zentrischen Streckung.
und die zentrische Streckung ist eine Ähnlichkeitsabbildung. Das heißt, ich weiß schon mal, dass ich aus dieser Fläche die Fläche ausrechnen kann, wenn ich den Abbildungsfaktor habe. Ja, und der Ähnlichkeitsfaktor, den kriege ich raus, indem ich einfach diese Höhe hier, diese Strecke bis zu der kleinen Fläche, zu der großen nehme. Also k ist h minus h1 durch h. So, das ist der Ähnlichkeitsfaktor. Und jetzt weiß ich, wenn ich dann die Querschnittsfläche will, dann muss ich nur die Grundfläche mal k Quadrat nehmen. Gut, naja, gut. Und das machen wir jetzt praktisch für beide Flächen. Dann kriege ich also raus, dass a1 ist k Quadrat mal g1 und a2 ist k Quadrat mal g2. K ist ja in beiden Fällen, weil wir ja die gleiche Schnitthöhe haben und die gleiche Anfangshöhe haben, ist auch das K das gleiche. Deswegen habe ich da keinen Unterschied gemacht. Jetzt wissen wir aber, dass ja, haben wir ja vorher ausgerechnet, G1 gleich G2 ist. Ja? Und das heißt, ich kann bei A2, kann ich auch schreiben K Quadrat mal G1, wie ich es hier unten mache. Aber K Quadrat mal, mal G1 ist ja, wie wir hier sehen, A1. Also kann ich insgesamt folgern, dass A2 gleich K Quadrat mal G1 gleich A1 ist. Das heißt, für die Höhe H1 habe ich die gleiche